Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in München bzw. Dachau bei der Firma The Turbo Engineers. Philipp zu Philipp. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir schon mal mitten im Video hier waren. Ich glaube ja. Weiß es aber zu Sekunden auch nicht so. Fakt ist, ihr seid vor ein, zwei Jahren umgezogen. Anderthalb Jahre ist her, genau. Und so wie das halt bei so einem Umzug immer ist, es dauert dann so ein bisschen, bis man sich eingeruft. Ne? Ja, war aber auch so geplant, weil der alte Standort war einfach schon länger zu klein. Und dann macht es halt irgendwann Bumm. Ja, und dann ist viel zu klein. Und dann ist viel zu klein. Und dann musste man eine richtig große Stufe machen. Und da sind wir jetzt. Und jetzt haben wir genug Platz, sind aber noch nicht komplett so fertig mit allem und ausgebaut. Macht uns aber nichts, weil wir gesagt haben, wir machen das Kernding und wachsen dann entsprechend weiter, ohne dass wir Stress haben. Ja? In der Infrastruktur. Für die, die jetzt vielleicht das erste Mal reinschalten, The Turbo Engineers, TTE, du sagst euer Kerngeschäft, was macht ihr? Wir bauen Turbolader für Motorsportfahrzeuge, eigentlich basierend auf den Serienturboladern und machen die maximal effizient, maximal haltbar, maximal groß vom Durchsatz für motorsportlich betriebene Fahrzeuge. Mhm. Ja? Motorsport betriebene Fahrzeuge klingt jetzt so förmlich. Ja, das klingt so förmlich. Ja, es gibt, ist eigentlich nur eine Umschreibung für sie machen viel Leistung. Die machen viel Leistung. Genau. Wo man die dann einbaut, das ist dann ganz oft überall auf der Welt, ist der Einsatzzweck ein anderer. Weil es wird ja auch mit Sicherheit den einen oder anderen Turbolader geben, der tatsächlich auch auf der Straße gefahren wird von solchen Autos und vielleicht auch mit TÜV ist, mit Gutachten. Ja, natürlich. Weil ich denke mal, dass natürlich die meisten Turbolader haben die TTE-Plakette drauf, aber ist ja auch kein Geheimnis, dass ihr auch für andere Firmen Turbolader baut, absolut, die dann eine eigene Plakette drauf haben. Wir machen Black Label für etliche und wir machen auch Projekte, die, sage ich mal, überhaupt nichts direkt mit dem Kernend-Kundengeschäft zu tun hat. Einfach Auftragsentwicklungen für Firmen, die das dann in Rennserien einsetzen oder. Ja. Was ich so cool finde, als ich das allererste Mal mit euch zusammengearbeitet habe, das war noch zu den alten Limo-Zeiten, ich würde tippen, das war so 2011, 10? So in der Region. Wir haben so 10 haben wir angefangen. So. Und ich glaube, es war 11, Ende 11 oder sowas, müsste ungefähr. Und da sind wir folgendermaßen zueinander gekommen. Ich hatte das allererste Mal K16-Turbolader auf die Limo gebaut. Das waren damals eigentlich Porsche-Turbolader. Bei Porsche war schon bekannt, dass die Probleme mit Ölerei im Leerlauf haben. Deswegen hatten die da so einen Behälter drunter, wo das Öl abläuft, abgesaugt wird und so weiter. Ne? Und jeder hat noch gesagt, baust du die Dinger auf Limo drauf, das Ding wird im Leerlauf immer ölen, weil das Öl aus dem Turbolader einfach nicht weg kann. So, ne? Und dann hattet ihr mich kontaktiert von wegen, weil ich bin gegen die Ölerei nicht gegen angekommen, etliche Male verschiedenste Sachen probiert und so weiter. Und so kam der Kontakt zustande und dann hieß es, wir haben da eine Idee. Genau. Oder wir haben eine Erfahrung, wie man das wegbekommt. Genau. Und da war ja noch dazu die Spezialität, die Porsche K16 oder K24 sind ölgekühlte Rumpfgruppen. Du hattest aber damals schon wassergekühlte Mittelgruppen. Mhm. Ja? Ich glaube, Bentley oder irgendwas. Ja, das war so ein super geheim. Keiner wusste, wo das eigentlich herkommt. Genau. Und, und das ist bisher nicht klar. Ja. So, ja? Und sie hatten auch ganz spezielle Verdichter, erinnere mich noch dran. Und ich sagte, das gibt's doch gar nicht, dass jemand die Verdichter so macht und so. Ja. Krass. Und dann haben wir die genommen und haben so lange dran operiert, bis das Öl weg war. So, also das Problem war einfach in dem Moment, dass meinem kleinen Motor natürlich das Abgasvolumen fehlte, um halt im Leerlauf ordentlich Drehzahl auf die Welle zu kriegen. Ja. So, und jetzt gucken wir uns an, was heute raus geworden ist. Weil heute kann man ja schon sagen, baut ihr schon. Ich sag mal so, damals waren wir zu zweit, der Chris und ich. Wir sind immer noch an Bord, aber mittlerweile sind wir mehr als 10 Mann und eine Frau. Mhm. Und mittlerweile sind wir halt von 50 Quadratmeter auf 1000 plus gekommen, ja, und haben einen eigenen Maschinenpark mit einer hohen Wertschöpfungstiefe und das können wir uns jetzt anschauen. Wie siehst du aktuell Thematik Turbolader? Weil bekanntlicherweise im E-Fahrzeug kein Turbolader drin, dafür mittlerweile aber gefühlt in eigentlich jedem anderen Auto ist ja mittlerweile ein Turbolader, ne? Weil es ist ja wirklich mittlerweile so, dass das Turbolader hat schon, also Turbo sind schon beliebt in Anführungsstrichen. Das Krasse ist halt, dass diese Zeitsprünge immer schneller werden. Und als wir da anfingen, da war dieser Sprung, dass in Benzinern überall Turbos kommen. Mhm. Bei Diesel, TDI und so war schon überall. So, dann kam dieser Sprung, sämtliche Fahrzeugklassen hatten in der Entwicklung turboaufgeladene Motoren. Mhm. Und dann ist es richtig hochgefahren und eigentlich ist es, oder nicht nur eigentlich, es ist immer noch ein Riesending, ja? Aber es schiebt da jetzt die Elektroschiene mit rein. Und ich habe so den Eindruck, dass dieser Gradient immer steiler wird. Weißt, das geht dann innerhalb von 5 Jahren oder so, versucht man diese Elektrosache, wo man vorher 30 gebraucht hat, macht man jetzt 5. Kann aber auch sein, dass nach zwei wieder anders ist und dann macht man in einem Jahr die komplett neue Geschichte. Und das ist halt bei uns ein bisschen anders, weil wir haben halt Produkte, die laufen halt seit über 10 Jahren und die werden
wöchentlich nachgefragt. Ja. Ist total krass. Das heißt, wir laufen halt da teilweise bei manchen Sachen weit hinterher und bei anderen Sachen sind wir sehr weit vorne. Ja, die gibt's auch noch nicht. Das heißt, wir haben da ein ziemlich breites Band, cool, ja, was das abbildet. Ich mache mir da mit Elektro. Ich bin ja selber kein Gegner von der Elektrogeschichte. Das macht ja Sinn, ja, wenn man Motoren machen kann, die vielleicht noch geiler funktionieren wie die anderen. Oder wenn man eine rein elektrische Sache hat, innerstädtisch oder so. Wenn das wirklich so ist, dass man Emotionen damit runterkriegt, gerne. Was sind so die drei beliebtesten Dollar, kann man das so sagen? Momentan? Wahrscheinlich RS4, ne? Wahrscheinlich. Also was heißt momentan so auf Dauer, so immer so? Wenn du jetzt sagen würdest, so in den letzten 10 Jahren, das sind so Produkte. Also sagen wir, die RS4 B5-Plattform ist seit langem stark, läuft immer noch total krass. Dann, sage ich mal, die BMW N54-Schiene ist so ein Seller. Dann natürlich bei uns ganz stark 2,5 Liter. Mhm. Die alten, die CEPA, dann die DASA und sämtliche Untergruppen davon. Dann jetzt auch die 3-Liter-Geschichte Volkswagen-Regal, ja, so S4 B9 ist irre. Mhm. Ja. Das sind so die Sachen, die im Markt am beliebtesten sind. Ich finde es bei RS4 zum Beispiel auch krass, 380 PS Serie in Anführungsstrichen. Da gibt es mittlerweile Upgrade-Lader, die eigentlich Plug-and-Play passen mit, das geht ja eigentlich hoch bis zu 900 PS, kann man ja schon fast so sagen, je nach Ausbaustufe, ne? Was dann doch eigentlich aus so einem Original-Turbolader toll ist. Ne? Ja, ist ja, da ist natürlich ist nicht mehr viel dran. Ja. Eigentlich von dem Original ist da nicht mehr viel und auch das Umfeld ist halt komplett gemacht. Aber das sind halt Projekte, um auf die Elektromobilität wieder zu sprechen, das sind halt Ikonen der Zeit. Und die werden halt ewig gepflegt. Ja. Und immer wieder umgebaut und neu gerüstet und gemacht hat. Und das macht halt Spaß. Das ist ein Hobbyding. Ja? Und so eine richtige Elektro-Ikone habe ich jetzt, also ist ja noch zu früh. Ja, aber kommt schon irgendwann. Wir gehen mal gucken, wie es dann. Gehen wir mal rein. Ja. Die wichtigste Ecke für morgen, guter Kaffee. Werden wir uns nachher noch einen ziehen. Gleich so auf den ersten Blick schon ganz andere Liga. Also was heißt andere Liga? Ne? Ist halt richtig, kann man schon sagen, ist schon richtig Industrie. Ist Industriebetrieb. Ja, ist keine Bastelbude mehr. Also eine richtige Bastelbude war es noch nie, weil das hatten wir nie vor. Aber sowas muss halt wachsen über die Zeit. Ihr nehmt schon noch nach wie vor auch Alt-Turbolader in Empfang? Oder gibt es nur noch Neu-Turbolader? Nein, wir machen immer noch das Alt-Turbolader-Geschäft. Also dieser Recycling- oder Lifecycle-Gedanke, das möglichst lang aufrechtzuerhalten und zu betreiben, macht total Sinn. Mhm. Ja? Weil so ein Gehäuse wird nicht per se einfach schlecht. Ja. Und muss nicht gewechselt werden und getauscht werden. Ja? Also da sind wertvolle Rohstoffe drin und wenn das von der Maßhaltigkeit passt und allem, ist es wunderbar. Kann man so weiter betreiben. Also was wir hier haben, ist so dieser Hauptgang. Wir haben auf der einen Seite, also eigentlich gehen wir gerade verkehrt rum in Anführungsstrichen durch die Firma, weil das Ganze ist natürlich ein Fluss, ein Prozess. Ja? Wir haben eine Warenannahme, wir haben einen Bereich, da zerlegen und befunden wir Kundenteile. Schauen wir uns gleich an. Dann werden die aufbereitet, werden vermessen, dann werden die bearbeitet. Als nächstes werden sie mit unseren Komponenten gebaut, ja, geprüft auf Prüfstand, final montiert, versendet oder versandfertig gemacht und dann in die Welt geschickt. Und das findet alles hier drin statt. Ja. Weltweit, sagst du, also ist mehr Deutschland oder mehr weltweit? Mehr weltweit. Ist echt schon so, ja, dass über die weltweit. Grenze hinaus alle verrückt sind nach. Also ich meine, Deutschland ist groß und Deutschland ist stabil, aber wir schicken Dinge nach Venezuela, wir schicken Dinge nach Hongkong, wir schicken Dinge nach Korea, also im südlichen Teil. Was ich immer krass finde. Es ist völlig irre. Ich stehe teilweise selber vor dem Versandwagen und denke mir so, aber das gibt's doch nicht. Es sind 10 Pakete drin und 8 Länder, von denen habe ich 2 noch nie was gehört. Also, so selbst da ist ja so, zu jedem Land, wo so ein Lader hingeht, muss es ja auch jemand geben, der es am Ende abstimmen kann. Ja, so, klar. Das ja auch noch. Ne? Ja, weil natürlich. Du kannst ja so ein Upgrade-Lader einfach draufschmeißen und tschüss. Das stimmt, aber es ist natürlich so, die Abstimmer, die gesagt haben, sie können das in Deutschland abstimmen, so ein Fahrzeug, die können das halt dann auch irgendwo anders auf der Welt abstimmen. Also so 4.0 mäßig, wo der Laptop sitzt, ist jetzt egal. Ja? Und hier, das, die altbekannten Gehäuse, ich nehme mal eins raus, weil die sind ja eh schon eluxiert. Ja, genau. Ja. Das, ich weiß noch, als wir das erste Mal die Lader von der Limo damals veröffentlicht haben, um die Welt ging so ungefähr. Das ging um die Welt, ja, total. Definitiv mit dem. Total. Wie wart ihr damals auf die Optik gekommen? Ganz ehrlich, wir hatten damals einen jungen Kollegen,
der hat einfach gespielt mit allem und hat gesagt, das ist ein Trend und das finde ich selber geil und. Und wir hatten da die Oberflächen nicht vorgegeben, sondern wir haben nur, sagen wir, die Volute zusammen designt, ja, die eben so gemacht, dass da der Durchsatz passt, alles. Und er hat dann gesagt, ja, den Aufwand, den wir jetzt da reingesteckt haben, da müssen wir auch Oberfläche was machen. Und dann ist das Ding rausgekommen. Da haben uns zur damaligen Zeit schon Leute angefragt und gesagt, ja, wie macht ihr denn das Design? Und da haben wir gesagt, ja, das werden wir nicht verraten. Hier sehe ich jetzt aber nochmal ganz was anderes. Das ist Drosselklappenstutzen. Ich nehme hier so einen, der schon reduziert ist. Genau, das sind Drosselklappen, Ellbogen quasi, ja, für den aktuellen 2,5 Liter. Gibt es in verschiedenen Versionen. Gibt es mit einem originalen Ventil, gibt es komplett ohne ein Schubumluftventil, gibt es... Also das sind die drei hier, ne? Genau. Also komplett ohne, dann einmal hier für Tial wahrscheinlich. Gibt es für beide Versionen, für Tial und für... Turbosmart? Turbosmart, genau, weil die einen Flansch verdreht haben quasi. Und das Originale. Ja, gibt es eben in Schwarz, gibt es in Silber, das heißt, haben wir immer da. Sowas fertigt ihr auch? Sowas kommt bei uns aus der Maschine komplett, also das haben wir designt in den verschiedenen Varianten und fertigen das komplett hier im Haus. Das heißt, das Portfolio geht auch über Turbolader hinaus und ein bisschen Peripherie drumherum. Ganz genau, ganz genau. Ja, und auch in der Richtung noch weiter, ja, das ist was Lustiges, das ist ein Magnet, weil das sind, diese Wanne hier, das sind ausschließlich Edelstahlspäne aus Turbinengehäusen. Und da geht der Kollege regelmäßig mit Magneten durch. Weil wir geben die ab zum Recycling. Da ist halt über 30% Nickel drin. Mhm. Und du weißt, was Nickel kostet momentan. Da darf kein normales Eisen drin sein. Und deshalb geht er mit Magneten darüber. Und weil Edelstahl nicht magnetisch, das heißt, so kannst du perfekt alles andere rausfiltern. Ja, ganz genau. Ja, die einfachen Dinge im Leben, ne? Ja, so läuft das. Wir gehen mal hier nach hinten. Fangen wir noch mal kurz in der Richtung an und gehen dann nach oben und schauen uns an, was aus den Teilen dann entsteht. Ja, ja. Ja? Also wir haben hier einen Bereich mit Wareneingang, da wird das alles ausgepackt, egal wo es herkommt aus der Welt. Kommt dann entsprechend in Kisten, wird aussortiert. Du bist schon wieder weg hier. Das ist Recycling. Das ist 1,4848, nicht magnetisch, Stahlschrott, Aluminiumschrott. Turbinenschrott, nochmal also, Turbinenschrott, Lagerschrott. Ich habe schon so die eine oder andere Kiste immer bekommen an Altteil, weil man da super geile Sachen rausmacht. Ja, da haben wir schon alles rausgemacht. Super. Egal, ja, ob Pokale, mega. Wanddeko, total geil. Total Blumensträuße, geil. Da kann man wirklich alles rausmachen. Ja, und das ist halt was, ne? Da ist ja nur in diesem Turbinenkopf ist das hochtemperaturfeste Material drin und das zunderfeste. Und das ist hier reibverschweißt oder Elektronenschallverschweißt. Mhm. Ja? Also das ist meistens 42 Chromo 4. Und das ist der teure Kopf. Mhm. Ja? Das lohnt sich jetzt aber nicht, das abzuflexen und einzeln zu recyceln? Nein, das geht gemeinsam so weg. Ist zu wenig Masse dafür. Ja, ist zu wenig Masse. Also da spielt die Musik. Ne? Mhm. Mhm. Das geht und halt regelmäßig, geht so eine Kiste weg zum Recycler. Das sind halt die typischen Altteile, die ankommen, weil fast grundsätzlich in jeden Turbolader eine andere Turbine reinkommt. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Also ich meine, früher, wenn man das anschaut, was sich da entwickelt hat in dem Business. Ja, als wir anfingen 2010, da waren wir ja, sagen wir mal so, die zweiten, dritten, vierten, die das gemacht haben. Ja, aber das war noch Expertenwissen. Also das war, da gab es auch kein Social Media, da gab es keine, es war nicht publik. Ja. So. Und da war aber so, dass man einfach meistens gesagt hat, man steckt da anderes Laufzeug zusammen oder, also Laufzeug, Turbine und Verdichter, so wie wir es hier haben, oder man macht ein Upgrade mit einem größeren Verdichter. Der Verdichter führt aber dann zu dem Problem, dass er mehr Staudruck auf der Turbinenseite erzeugt, weil er einfach so viel Luft ansaugt und in den Motor bringt, dass es nicht ausgeschnauft werden kann. Ja? Und dann ist es so, das muss halt, heutzutage muss es halt besser zusammenpassen vom Matching. Das heißt, die Turbine mit ihrer Dynamik und ihrem Schluckvermögen muss halt abgestimmt sein auf das Verdichterrad. Und das ist eigentlich diese Challenge. Ja? Das so zu machen, das ist die Erfahrung. Und da geht auch teilweise Sachen mit Simulation in der Konstruktion, dass man sagt, schauen wir uns ganz genau an, weil dieses Laufrad, wissen wir, funktioniert gut in der Kombination, kann aber sein, dass das in den Endgehäusen nicht funktioniert. Also musst du auch natürlich erproben. Ja? Genau. Wie geht ihr mit defekten Teilen um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass grundsätzlich jeder, der natürlich ein Altteil zurückschickt, schickt das schlechteste, defekteste her, was er hat, oder nicht? Genau, das geht natürlich nicht. Ja? Also wenn da mal irgendwo was ist, eine kleine Beule oder ein kleiner Kratzer und sowas, dann gibt es halt Rückmeldung an den Kunden. Du schaut aus nach Transportschaden, können wir aber beheben.
wenn größere Defekte sind, sagen wir zu ihm, du, geht auf der Basis nicht, was du da geschickt hast, schick bitte ein anderes Teil. Und prinzipiell auf dem anderen Ende ist es so, dass wir ein Jahr Trouble-Free, Hassle-Free Warranty geben. Das heißt, wenn du innerhalb von einem Jahr das Ding hochjagst oder lieferst, warum auch immer, dann gibt es von uns ein Ersatzteil. Ach echt? Ja. Grundsätzlich? Grundsätzlich. Weil gerade so beim Turbolader ist dann ja schon immer der Reiz da, so 120% zu machen. Ne? Ich meine, ich will mich nicht ausschließen, aber ich weiß, ist ja schon verlockend, ich immer weiß, nicht aufzuhören. Aber prinzipiell ist es ja schon so, dass wir es mit vernünftigen Leuten zu tun haben im Markt. Und die wollen ja das Ding nicht kaputt machen. Die wollen ja fahren. Die wollen ja Leistung. Die wollen ja gewinnen. Aber es kann halt irgendwas mal sein. Ja? Na ja, klar. Aber wir wollen, dass die Leute halt Erfolg haben, dass sie ein geiles Gefühl haben damit und dass sie auch keine Angst haben, wenn was ist. Ja. Aber prinzipiell ist schon, kann auch passieren, dass Paket ankommt und ihr sagt, ist so Schrott, da können wir gar nichts von verwenden. Ja, klar. Geht schon? Ja, klar. Das kann passieren. Regelmäßig. Jeden Monat. Dass die Turbine so krass durch Krümmer durchgeht, durchs Abgasgehäuse durchgeht. Ja, schon Turbine abgerissen lag, dann ist halt unwirtschaftlich. Mhm. Ja, dann kannst du halt sagen, ja, du hast das eingeschickt, der Umbau würde 2.000 Euro kosten, aber du fährst besser, wenn wir es dir zurückschicken oder wir können es für dich entsorgen, ist kein Stress. Und du kriegst halt eventuell ein Neuteil oder einen Discount aufs Neuteil, weil das für dich nicht wirtschaftlich ist, wenn wir das Lagergehäuse neu machen müssen, Turbinengehäuse neu machen müssen, Steller abgebrochen, was weiß ich. Ne? Also manchmal kommt da Kernschrott an. Und da können die ja nichts dafür, weil das auf dem Weg teilweise halt Transportschaden ist, wenn das von irgendwoher kommt. Genau. Also hier ist der Bereich, da arbeiten zwei Jungs, die zerlegen. Ja? Das sind jetzt hier hinten neue 5-Zylinder-Lader, die werden komplett gestrippt und dann gewaschen, gereinigt. Wir haben hier, früher hatten wir das extern, hier haben wir jetzt intern komplette Aufbereitung für Bauteile. Das heißt, wir waschen, wir strahlen, wir haben eine spezielle Maschine, das ist eine Kombination aus Wasch- und Strahlmaschine. Ja, da können wir Oberflächen machen und satinieren. Das ist der Traum für jeden Oldtimer-Restaurateur hier eigentlich. Das ist der Traum für jeden Oldtimer-Restaurateur, absolut. Ja, das heißt, hier ist in beiden einfach nur Sand drin? Nee. Nee, da ist auf der einen Korund drin und auf der anderen sind Glasperlen drin. Das heißt, das Korund erstmal fürs Gröbste und ganz dann genau. Die Glasperlen. So, wenn es 100.000 Kilometer im Abgasgehäuse eingebrannt hat, dann kannst du da nicht mit ein bisschen Wischiwaschi machen, sondern musst du richtig grobe Kelle machen. Ja? Richtig Vollgas. Richtig Vollgas. Und die Absaugung, die Filter sind so gut, dass das gar nicht ja, erst in den die Raum... haben Zyklonabscheider und so, da ist, du merkst ja, da ist nichts. Ja? Also deshalb erlauben wir uns das. Weil es sieht so ein bisschen so aus, als wenn hier nicht gearbeitet wird. Man hört es im Hintergrund, dass gearbeitet wird. Nee. Jetzt ist es natürlich gerade reduziert, weil du da bist und wir ein bisschen was zeigen wollen. Aber normalerweise ist hier kein Stillstand auf der Kette. Ja. Ah, und hier aber noch mal einmal so. Ja, ja. Das ist so ein Maschinchen, wo du, die ist beheizt. So schön warm da drin immer hier. Ja, genau. Die ist beheizt und die macht eben mit einem hohen Druck Strahlmittel und Wasser. Ja, da kriegst du halt sensationelle Oberflächen. Und da kannst du auch mal eine Felge reinmachen und kannst die komplette Felge sauber. Und hat so ein bisschen Auto-Vibes, ne? Mit dem Scheibenwischer davor. Ja, pass mal auf. Halt. Ja. So vor der Nase. Ja. Ja, da kommt halt richtig was raus, ne? Da geht schon was. Und das ist nur Wasser und Temperatur? Nee, rein. Nee, Strahlmittel. Heißt richtig Strahlmittel, hast du richtig. Ja, das sind Glasperlen drin. Ah, okay, verstehe. Das siehst du auch hier, ne? Liegt da unten so ein bisschen. Okay. Also in Sachen, die man damit strahlt, müssen danach nochmal gereinigt werden. Auf jeden Fall. Die werden auf jeden Fall nochmal gewaschen danach, ganz klar. Ja. Aber da kriegst du halt super Oberflächen hin und hast gleichzeitig dann eine entfettende Funktion. Dann haben wir ja, da drüben halt eine Nachbereitung von Bauteilen. Wenn irgendwas mal ist, wird mal aufgeschweißt, Reparatur geschweißt. Wir machen auch teilweise Schweißkonstruktionen hier. Das heißt richtig Metallbearbeitung. Ja, genau. Richtig Metall, richtig Schlosserjob, sage ich jetzt mal. Aber hättet ihr vor 10 Jahren gedacht oder vor 15 Jahren, dass es mit der Thematik es möglich ist, so einen Maschinenpark zu haben? Niemals. Niemals. Also ich weiß doch, wie es mir ging, als wir die erste 5-Achs-Maschine bestellt haben. War für mich surreal. Also wirklich total krass. Wir hatten ja früher ältere Mikronmaschinen, sehr präzise, aber halt nicht alle Achsen schwenkbar. Und jetzt haben wir hier zwei DMU-50-Maschinen, eine Hermle-Maschine und Die können halt auch spezielle Geschichten. Ja? Also es sind keine Standardmaschinen. Die haben zum Beispiel die Möglichkeit, Drehoperationen zu machen darauf, weil diese Konturen hier, speziell im Turbinenbereich,
die sind halt, eigentlich wären die sehr schön zu drehen. Jetzt kannst du aber, wenn du so einen Hals da dran hast, ja. Das kommt mir bekannt vor, was geholfen. Das kommt dir bekannt vor, ja. Kannst du natürlich da schwer einspannen auf einer Drehmaschine. Ja. Ah. Macht keinen Sinn. Deshalb fräsen wir solche Sachen. Und da gibt es halt Zyklen, aber die Maschinen müssen das können und die können das, wo ich drehen kann hier drin. Mhm. Und zwar dreht sich nicht der Tisch, sondern dreht sich das Werkzeug. Mhm. Ja? Also es ist kein Spindler, sondern gäbe auch variable Spindler, sondern das Werkzeug wird angestellt wie ein Drehstahl und fährt dann entsprechend hier diese Kontur ab. Mhm. Ja? Verstehe, nur dass das Werkstück steht. Das und Werkstück steht, genau. Und die Spindel ist eben ausgerichtet auf, also entweder nach innen oder nach außen. Ich könnte auch außen eine Drehkontur machen oder entsprechend innen eine Drehkontur. Und dadurch kriege ich halt sehr hohe Präzision, sehr hohe Oberflächengüte und gute Programmierbarkeit. Und die kommen da auch so raus hier? Ja, das hier ist jetzt, sagen wir mal, die größere Version vom Limo-Lader. Mhm. Gleiches Design, aber halt deutlich größer. Also das ist so, sagen wir mal, ein kompakteres GT35 von der Größe. Mhm. Ja, von der Volutengröße so, hat eine Druckentnahme und ist modular aufgebaut. Das heißt, wir können hier verschiedene Stutzen dran machen. Mhm. Da können verschiedene Einlassstutzen, verschiedene Geometriestutzen rein. Und das ist die rohe Volute. Was ich bei dem Gehäuse immer krass finde, ist diese Tiefe hier. Also wie viel Volumen in der Breite da drin ist. Ne? Ja. Kann man sagen, dass man, also ist das Volumen von dem Teil entscheidend oder der Durchmesser oder die Breite? Also könnte man es klein und breit machen? Es ist wie immer beides entscheidend. Ah. Ja, kommt da ein bisschen drauf an, wie die Auslegung ist. Aber hier ist es halt so, wir haben das möglichst auf Kompaktheit ausgelegt. Also auf geile Oberfläche, aber auf Kompaktheit. Wir hätten auch eine große Scheibe machen können. Aber du weißt es selber, bei gewissen Projekten kriegst du den halt einfach nicht montiert. Ja? Ja, guckt euch mal an, das ist halt das Geile, wenn man es aus dem Vollen macht mit Konstruktion und allem, wie schön diese Übergänge sind. Ne? Ja. Das kriegt man mit einem Gussteil ja niemals so nachverarbeitet, dass das so. Und du kannst es halt kontrollieren. Du kannst halt dir nachstellen und sagen, das will ich so, das will ich so, das will ich so. Ja, irgendwann habe ich nochmal den Traum, hier von zwei Stück in der Größe in der Limo. Allerdings dann nicht mehr hinter dem Motor, sondern vorne, wo jetzt gerade die Ladeluftkühler sitzen. Ja, genau. Weil das ist genauso die Ladeluftkühlergröße. Da so links, rechts, so in die Front. Ja. Gibt es auch andersrum, ne? Gibt's links, rechts dreht. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Genau, also im Endeffekt hier ist alles, was an Metallbearbeitung stattfindet, das sind entsprechende Wägen für die nächsten ein, zwei Wochen, wo wir schon Sachen vorbereitet haben, wo ganz genau draufsteht, was mit den Dingen zu tun ist. Und dann wird das verteilt auf die Maschinen. Da gibt es eine Maschine, die macht nur Aluminium, das ist die hier drüben. Da gibt es eine Maschine, die macht eigentlich wirklich nur Stahl, es sei denn, die anderen sind belegt. Und da gibt es eine Maschine hier drüben, die macht im Endeffekt alles. Also die macht Messing und Stahl und Alu. Nur um einmal kurz die Vielfalt zu zeigen. Peugeot, Mini, Renault. Niemals gedacht, dass jemand, der auf einen Renault einen größeren Turbolader reinbaut. Ja, ja, ja. Golf, alles. Also klar, dass die VW, BMW, Audi-Jungs verrückt sind, klar, aber dass das selbst in die Richtung ist. Alles, ja, ja, genau. So, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ja. Ja, es ist selbst für mich nach all den Jahren, jetzt hier seit anderthalb Jahren, aber es sah ja vorher schon ein bisschen ähnlich aus, ist es immer noch schön zu sehen, was diese Produkte hermachen. Ja? Hat für mich so ein bisschen was so von diesem Rennsportwesen. So die, weiß ich nicht, die Arbeitsplätze so mit den Kisten oder so. Ich sag jetzt mal so, die Logik erzwingt es. Mhm. Ja? Weil wir haben halt sehr viele verschiedene Produkte. Die haben in seltenen Fällen Gleichteile. Wir haben gewisse Kombinationen verdichter Turbinenräder. Und wir wollen das Material nah an dem Bereich haben, wo wir es dann verbauen. Also das ist, sage ich mal, eine klassische Aufgabe von der Fertigung, Kleinserienfertigung. Ja? Also bis 100 Stück, bis 200 Stück oder auch Einzelstücke. Ja? Aber das heißt, hier wird dann immer der gleiche Turbolader gebaut? Also ist das wie das kommt so eine, jetzt drauf an. Wie also so eine das Produktionsstraße? Ist jetzt, ja, das ist näher Produktionsstraße in Anführungsstrichen. Ist das ein Bollermann, ne? Das ist schon ein Colt. Ja. Ja. Das ist für ein S4 B9. So ein Gerät ist da drin? So ein Gerät ist da drin. Die momentan größte Ausbaustufe. Und das Abgasgehäuse ist auch original? Das ist original. Das ist dann V6 ganz mit warmem genau. V. Ja. Warmes V heißt Zylinderbank 1, Zylinderbank 2. Der sitzt dann so in der Mitte drin, ne? Genau. Und der kann 810 PS? Der heißt 810.
Der kann von der Auslegung her 810 PS. Aber das Umfeld kann das teilweise nicht. Ne? Also da muss halt dann alles passen. Da muss halt die Spritversorgung passen, die Temperaturen müssen passen, der Sprit muss passen und so weiter und so fort. Weil schon, wenn man sich überlegt, heutzutage ein Serienmotor, also Serienmotor muss natürlich geupgradet werden, aber so von der Peripherie drumherum so einfach so drauf und 800 PS ist halt schon. Ja, ist schon. Wenn man sich überlegt, was man, also ich sag mal VR6-Zeiten, was man da alles machen muss, bis so ein Motor 800 PS hat, ist das natürlich tuningmäßig schon traumhaft mittlerweile. Ne? Ah, total. Ja, vor allem, das ist ja auch noch so draufstecken, das sieht ja kein Mensch. Also das ist ja wirklich noch so, wenn man sich da einigermaßen zusammenreißt mit Downpipe und so. Das heißt, aber was, wie gesagt, da von den Dingern geht halt sehr viel ins Ausland. Mhm. Weil die haben, glaube ich, kein RS4, ne? Ich glaube, RS4 gab es in Amerika auch nicht. Nee, RS4 gab es in den USA nicht. Ja. Und witzig ist beim RS4 dazu, auch V6-Motor, auch heißes V, also Auslässe nach oben, aber Bitoro dann. Ganz genau, ja. Wobei mir das dann fast sogar besser gefällt. Ich weiß nicht, habe ich also, schon Bitoro geil, aber das wäre auch meins. Wir bauen halt, sag ich mal, hier jetzt meistens so bankweise eine Sorte. Mhm. Ja? Und die gehen dann teilweise, gehen die bei uns aufs Lager. Oder es sind wirklich Kundenteile oder sie sind verkauft, während wir sie bauen. Ja. Das ist jetzt hier 2,5 Liter. Auch ein sehr bekanntes Produkt auf jeden Fall auch von euch. Ist sehr bekannt, ja. Also da haben wir 2.500 Stück gemacht von denen. Wow. Ja. Aber um das hier mal so zu zeigen, das ist natürlich auch echt, selbst in dem, es ist halt auch schon echt eine Turbine da drin, ne? Ja. Das muss man so fairerweise mal sagen. Der Firma kann das, das ist irre. Also, wir haben am Anfang schon gedacht, wow, 600 PS und so ist schon eine echte Nummer. Aber mittlerweile... Weil gefühlt Turbine vom Durchmesser größer als Mittelgruppe. So. Ja. Also das ist schon... Gerade ja noch nicht, ne? Aber ist schon, geht schon. Hier, wenn du guckst in die Richtung, geht schon. Ja? Also da ist schon was drin. Und das heißt, das ist, man macht aus einem serienmäßigen 400 PS Lader dann theoretisch einen 855er. Ja. Wenn natürlich drumherum alles passt, ist der Motor, das, was der Turbolader kann, auch verarbeitet. Genau, das ist jetzt hier mal so das... Und wenn einer mal ein paar Turbinen braucht... Das ist das, sagen wir mal, das Blitzregal, ja, weil wir haben noch andere Lagerbestände, die aber nicht hier sitzen. Und das ist das, was so permanent entnommen wird. Ja? Mhm. Und genau. Ja, süß. Das geht halt von sehr klein, also 1,4 Liter TFC oder C43 bis hin zu... Das ist C43? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Ding dann so viel Leistung macht. Ja, ist Biturbo, ne? Ah, ist Biturbo, okay. Ja, ja. Dann nehme ich alles zurück. Ja, Biturbo. Aber hat sehr komplexe Turbinengehäuse. Ich dachte, also das sieht es so aus, als hätte man... 53er, dachte ich immer. Ja, der hieß aber vorher 43er. Ja, okay. Den haben sie dann irgendwie umbenannt. Man sieht hier auf jeden Fall, der Thema Billet hat sich da durchgesetzt und einfach alle Räder sind noch gefräst. Es gibt gar kein Rad mehr. Sind mittlerweile in allen Original-Turboladern auch gefräste Räder drin? Nein, nicht vollständig, aber fast. Mhm. Und das hat natürlich einerseits den Grund, weil man genauer fräsen kann, als man gießen kann. Mhm. Und da ist der Hintergrund hauptsächlich akustisches Thema. Mhm. Ja? Das heißt, man möchte wirklich die Kanäle exakt gleich haben und das ist beim Guss halt nicht tausendprozentig darstellbar. Aber man kann halt auch sehr dünn, man kann mittlerweile sehr dünn fräsen, man kann aber auch sehr dünn gießen. Mhm. Also das ist nicht das Thema. Also performancemäßig ist das nicht unbedingt eine Sache, dass man ein Billet braucht oder so, sondern die Performance geht mit Guss genauso. Wenn du auf so ein Rad drauf guckst, was würdest du sagen, ist die in Anführungsstrichen potenteste Stelle? Also wo siehst du am ehesten, ob es ein gutes oder ein schlechtes Rad ist? Oder kann man auch das nicht sagen, weil es immer anwendungsspezifisch ist? Das ist absolut anwendungsspezifisch. Ja, weil es gibt halt Räder, da kann ich schon sagen, ja, also das ist ein Rad, was eher für hohe Drücke und Effizienz ausgelegt ist. Oder ein Rad, was eher für Flow ausgelegt ist, dafür eine größere Bandbreite hat. Ja, also ein sehr breites Kennfeld, aber nicht so ein spitzes, hohes Kennfeld. Aber die Effizienz, die du da hast, also ob du jetzt da 69, 70, 72, 74% schaffst, das hängt immer mit der Kombination vom Verdichtergehäuse ab. Mhm. Das kannst du nicht einfach so vom Rad ablesen. Also das, unmöglich. Das wird eher eins für Flow sein, ne? Ja, da geht's dann um das Verhältnis zwischen Einlass und Auslass. Und um die Tipphöhe und um die Gesamthöhe vom Rad, das ist so ein Mittelklasse-Ding. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist jetzt nicht extrem in irgendeiner Ecke. Weil man kann schon sagen, wenn Eintritt klein und Auslass viel, viel, viel größer jetzt im Verhältnis, macht das logischerweise viel, viel mehr Druck. Also es fühlt sich mit mehr Druck wohler. Es fühlt sich mit mehr Druck wohler.
Ja? Weil es einfach das die kann man, das kann man mal so sagen. Ja. Auch noch so eine Reihe, das sind jetzt 420er, das ist so ein Produkt für 2 Liter TFSI. Das haben wir seit gut 10 Jahren. Mhm. Und läuft. Ja. Und machen wir jeden Monat. Ja? Der Bedarf ist immer noch da. Ja. Und das sind jetzt nicht Leute, die sagen, das kannst du 2 Jahre einbauen und schmeißt es weg, kaufst den nächsten, sondern der Markt ist da. Ja. Nee, glaube ich. Sensationell. Weil ja? Das ist ja wirklich ein Motor, der x hunderte, tausende Male in irgendwelchen Fahrzeugen ja. verbaut wurde. Ja. Golf, A3, die ganze Palette, das ist ja wirklich ohne Ende. Wir gehen jetzt mal nicht zu sehr auf Thema Lagerung und alles ein, weil wir werden auf jeden Fall noch ein weiteres Video heute machen und da können wir nämlich ein bisschen mehr spezieller auf Thema ja. Lagerung. Ja, ja, fast. Schön. Eine Sache, wie ist das bei euch mit Mitarbeitern? Das heißt, hier ist ein Mitarbeiter, der baut den ganzen Turbolader zusammen. Der holt sich alle Teile oder ist der auch unten, der die Teile reinigt? Oder kann jeder alles? Nee. Das kann nicht jeder alles. Mhm. Wir haben prinzipiell hier 4 Mann, die Turbolader bauen. Mhm. 2 sind Kernteam, die machen ausschließlich das. Einer davon beplant die Produktion und die beiden führen das durch und haben dann noch 2 Jungs an der Hand, die so Serien machen. Mhm. Ja, da gibt's eine Vorgehensanweisung, was da genau zu tun ist. Die holen die sich und dann sagen die, da kenne ich schon, da habe ich, was weiß ich, 200 Stück gemacht davon und da weiß ich ganz genau, wie sind die Kniffe. Und die sind auch dafür zuständig, dass sie das Material prüfen und dann sagen, das und das ist vielleicht im Rückstand, wann kommt es, dann können wir Rückmeldung geben, können wir erst später bauen. Und okay. Im Endeffekt sind die hier zu viert. Ja. Ja? Genau. Genau, ja, da siehst du jetzt, das ist RS4B5. Ja? Ah, das ist RS4B9. Ach krass, okay, aber dann hat sich da schon viel getan. Ja, da hat sich schon viel getan. Also das ist ja auch so ein Thema, ne? HSV. Ja, aber guck mal, das ist ja, ne? Und jetzt muss man auch fairerweise noch dazu sagen, das hier, RS4B5, ist ja schon die Upgrade-Variante mit dem Abgasgehäuse vom RS6 eigentlich. Also genau. Das ist ja eigentlich schon V8-Abgasgehäuse, das RS4 ist nochmal ein Tucken kleiner. Ja. Aber dann ist natürlich auch klar, warum die mittlerweile leistungsmäßig schon so stark sind, weil selbst das Verdichtergehäuse ist ja sogar auch schon Verdichtergehäuse größer. Ist größer, die Aerodynamik von den Serienrädern ist schon besser, Ladungswechsel von dem Motor ist besser. Also, ja. Da ist 720 für den RS4 die größte Version oder gibt es auch noch größer? Da ist momentan 720 die Version. Mhm. Ja. 2,9er ist das, ne? Das sind 2,9er, genau. Und da sind halt dann schon auch Limits, wenn du das anguckst, die Turbinengehäuse geht auch nicht unendlich. Ja? Und auch sagen wir, von der Turbine ist halt das Thema. Das sieht man jetzt hier nicht so, weil das thermoisoliert ist. Da darf ja keine Oberfläche mehr höhere Temperaturen haben als X. Deshalb werden die sehr oft thermoisoliert mittlerweile. Aber da ist nicht so viel Fleisch drin in den Turbinengehäusen, dass wir da große Turbinen machen können. Bricht es irgendwann weg. Da bricht es irgendwann durch, genau. Ja, und wenn das dann alles zusammengesteckt ist, dann einmal wuchten, einmal zusammenbauen. Genau. Unten in Versand und Abfahrt. Das ist auch so eine Stufe. 87er hattest du das überhaupt jemals? Nee, gell? 87 nee, hast ja. du nicht gehabt, du hast ja, dann mit K16 genau, ich bin ja mit K16 eingestiegen. 850 und dann 59. Doch, ich bin tatsächlich ein Jahr lang K04 gefahren. Also K04 heißt diese Serienrumpfgruppe von dem RS4, die ja mittlerweile auch bis ich glaube, es gibt ja sogar noch mehr, es geht doch mittlerweile hoch bis 850, glaube ich sogar, ne? 69 geht es. 69 sogar, ja, ne? Ja. Das ist aber dann nochmal ein neues Abgasgehäuse dann. Das ist ein anderes Abgasgehäuse, ja. Genau. Aber basierend auf den Flanschen vom RS6. Damals war die allerstärkste Variante die 600er. Was weiß ich noch. Das war damals so Maß der Dinge. So, da hatte damals MTM hatte zum Beispiel so einen Step. Ja. Und da war 600 PS so. Und da bin ich auch ein Jahr lang gefahren. Ja. Weiß ich, 100, 200, damals 5,7 Sekunden. War auch echt nicht langsam für so einen Schalter Wahnsinn. Vor 15 Jahren. Ja. Und dann war es aber so, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war damals so, ich hatte damals von MRC aus England noch so Inconel-Krümmer. Die bauen die mittlerweile gar nicht mehr. Das war wirklich original Inconel-Krümmer. Und da gab es einen Holländer, der wollte unbedingt dieses ganze Kit so haben. Da habe ich gesagt, okay, alles klar. Und einmal alles selbst gebaut. Dann direkt mit K16-Krümmer und so weiter. Ja, genau. Und dann nahm das Elend seinen Lauf. Gut. Ja, schön. Ja. Hast du ein bisschen Inspiration gekriegt? Ja. Wir konnten ein bisschen was zeigen, was wir hier so tun. Finde ich geil. Hoffe ich, war interessant. Also mich persönlich ist es auch eine Herzensangelegenheit, dass das mit Thema Turbolader so weitergeht. Ja, für uns auch. Ich komme aus der Zeit, wo man halt wirklich einfach maximal viel Leistung haben wollte und einfach dieses Gefühl geil fand, maximal zu beschleunigen. Ja. So, jetzt gibt es natürlich die Saugerszene, die in der Zeit gerne um eine Kurve gefahren ist. Verstehe ich auch vollkommen. Steigere ich mir auch immer weiter rein. Aber trotzdem diese,
die Szene, weiß ich nicht, einer, der, wenn du einmal so einen Motor selber gebaut und gefahren bist, der so wirklich von 0 bis 3 bar Druck aufbaut, das kann man auch nur beschreiben, wenn man es selber, also wenn man selber mal gemacht hat. Ja. So, weil man sich auch gar nicht vorstellen kann, wie lange das dauert dann wirklich bei so einem hochgezüchteten Motor. Das ist wirklich rein, das dauert und dann halt kommt die Peitsche rein. Ja, Thema Wucht machen wir auch in einem anderen Video, genauso wie Mittelgruppe, Philipp. Ja, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.